glaube hier, das reicht, dann kriegt er davon auch Energie. Soll ich noch einbauen? Wow, 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 die kommen, die kommen, die kommen, die kommen! Drei, zwei, eins. Alle bleiben wieder stehen. Komm, jetzt eine neue Folge. Von Minecraft Clash zusammen mit dem. Ich hab den Trigger an. Und natürlich auch Team Rewaffel. Hallo, Team Rewindzeit. Und Team Edgar. Hi, Leute. Leute, geht's euch gut? Seid am Start. Natürlich. Sonst kommt drauf. Geht's dir gut? Naja, also in der letzten Folge. Die Frage ist ja, ob es uns gut geht. Geht's uns gut? Geht's uns allen gut? Uns geht's super. Wir sind wieder da. Ob's wir uns haben gut Leben, geht. Aber sonst nichts. Seid ihr alles, ready to ist. Party? Party. Wow. All night long. Party. Party. Wow. Alles klar, meine Freunde. Stimmt, das Lied, das war früher mal richtig nice, Alter. Ja, das war schon nicht schlecht. Soll ich dich move? Ich move dich. Bis dann, Leute. Yo, move! Yo. Get out the way! Get out the way, Okay, Peter, sind wir alleine? Oh, jetzt sind wir alleine. Okay, Peter, wir haben, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die angreifen. Normalerweise war der Plan, dass wir in den Nether gehen, aber wir werden das jetzt anders machen. Der Nether würde zu viel Zeit kosten, weil bald sowieso der Clash ist. Und wir müssen gucken, dass wir notfalls den Kampf abwehren. Du weißt, was du zu tun hast, die Generatoren bauen. Ja, denn mach ich. Ich werde jetzt versuchen, den... Erstmal, sorry, dass ich unterbreche. Ich gucke jetzt erstmal, ob die alle Türen zu sind. Okidoki. Okay, sind sie, damit sie halt nicht rushen direkt, ne? Man hört okidoki. Das hier dann. Ich brauche noch zwei perfekt. Flint. Ich habe allerdings... Wir haben gar keinen Flint. Flint. Doch, einen haben wir. Muss ich nochmal gucken, wegen dir. Tut mir leid. Ob wir hier irgendwo... Okay, jetzt, wir haben ein kleines Problem. Ich muss jetzt hier einmal kurz... rausgehen. Warte mal, ich baue mal eine Schaufel, da musst du kurz mitkommen. Weil wir dürfen uns jetzt einfach nicht trennen. Das wäre echt ziemlich, ziemlich blöd. Wir müssen noch eine Schaufel haben, ja, hier. Zack. Weil die werden auf jeden Fall, denke ich, als nächstes uns versuchen zu attackieren. Ich gönn mir einfach hier. Zack, da ist direkt der Flint. Tipptopp. Hast du? Ja, hab ich. Ich mach direkt wieder zu. Perfekt, sehr gut. Kannst du eine Piste noch schnell craften? Ich bin ja gerade dabei. Achso, cool. Okidoki. Das ist nämlich, glaube ich, das Einzige. Ich mache jetzt noch den Machine Frame fertig. Hast du noch was Eisen? Liegt in der Maschine drin. Okay. Okay, jetzt muss ich kurz gucken. Ah, ne, da brauche ich ja sowieso den Pisten für. Machine Frame. Und immer schön die Augen offen halten. Ja. Ich hasse das hier, in diesem Ding zu craften, ey. Ich gehe auch hier hin. War nicht falsch. Ist. Okay, da brauche ich das Glas. Ich hab eigentlich genau alles so gecraftet, aber da kommt nichts. Also irgendwas stimmt hier nicht. Okay. Komm mal ein Crafting Table. Hast du hier. Ach, da ist das Glas, bitte. Komm mal ein Crafting Table, das ist doch eine Piste. Ah, ich sehe den. Du hast Tin Ingots da reingetan. Tin Ingots funktionieren nicht. Ach, du brauchst Eisen. Nein, Peter. Iron. Ach, bin ich dumm. Genau deshalb habe ich mich so gewundert. Okay, warte mal. Sorry. Ja, alles easy. Schön Augen hier offen aber, halten. Ah, hier, okay. Oh, ich hab das Falsche rausgenommen. Oh, bin ich ein Dummbatz, Alter. Ja, ach komm, Fehler sind menschlich. Wir sind hier, ich bin auch genauso nervös und bin auch super langsam im Bauen. Aber das ist halt einfach so. So ja, warte mal, ich hab halt das aufgeschrieben. Sau Angst, so. Doch noch Flint und Pisten. So jetzt haben wir zwei boring. Pisten. Brauchst du die direkt? Ja, ich gib mir schnell mal einen Pisten, weil dann haben wir direkt unseren Pulverizer. So, zack. Okidoki. Zack. Bitteschön. Pass, backup mich mal ganz kurz. Okay, ich komme. Pulverizer. Ey, ich verstehe immer nicht, weshalb der dann das da oben reinschreibt, anstatt mir das Ding richtig anzuzeigen. Das geht mir ein bisschen auf den Blöd. Ach, Moment mal, ich brauche noch zwei Copper Gear. Crap, okay, habe ich die nicht schon gecraftet? Die müsste ich eigentlich haben. Da, zwei Copper Gear, okay. Achso, hast du? Ja, ist alles im grünen Bereich. Okay, perfekt. So, normalerweise müsste man das hier reintun können, okay. Ach, ich habe schon wieder was vergessen, aber egal, das bleibt da sowieso drin. Stell den Reception Coil. Okay, schön aufpassen, schön gucken. Hast du eigentlich meine Makarov? Ich hab nämlich nur noch Schwerter. Müsste in dem Dingens drin sein. Ja, machen wir später. Ja, genau. Ich will jetzt Backup erstmal. Zack, und dann hier den Pisten. Also eigentlich müssen Pulverizer. Die offensiv gehen. Vor allem... Zack, so, der Pulverizer steht. Nimm dir die Makarov da raus. Okay. Das Problem ist, irgendwie habe ich... Ja, das Problem ist, ich habe keinen. Ich habe auch nur noch ein Makarov-Ding, weil wir eigentlich gesagt haben, dass das Smurf die Dingens, also dass wir wegen diesen Lags Smurfs die Sachen da weggeworfen haben, beziehungsweise verbrannt haben, zwecks Fairness. Ja. Das ist natürlich blöd. Halle, wie ist das bei dir? Kann ich jetzt den Generator bauen, oder? Ja, du kannst, warte, okay, noch kurz. Ja,
wegen Backup. Sag mir einfach Bescheid, sag einfach los, dann lege ich direkt los. Okay, ich mach mal ganz kurz hier ein paar Blocks draus. Ja. Okay, Doki, kannst loslegen. Kannst okay, weiter, perfekt. Weiter craften, dann müsst hier nämlich ein bisschen Block auf Coal, weil das ist der Generator, da müsst ihr jetzt eigentlich, genau, da kommt schon Energie ran. Das ist perfekt, weil wir werden jetzt versuchen, dieses eine Ding zu bauen. Als nächstes brauche ich dann den... Oh, was war das gerade? Hat mein Mikrofon geknackt oder was war das gerade? Egal. Dann brauchen wir jetzt den Magma Crucible. Okay, dafür brauchen wir Invar Gear. Invar braucht man, da brauchen wir ein bisschen Ferris. Das ist das erste, was wir direkt hier einschmelzen müssen. Zack, mit dem, also was wir kaputt machen müssen. Ja, ja. Weil okay. Invar ist nicht so einfach. Das nächste ist auch, wir müssen bald tatsächlich auch in den Nether, aber wir brauchen dann Nether Bricks. Das braucht man für den Magma Crucible. Das ist halt immens wichtig. So, dann müssen wir mal schauen. Okay, momentan sieht noch alles safe aus. Das brauche ich noch. Alles safe? Invar Gear und Redstone Reception. Den kann ich schon mal vorbereiten. Redstone. Ah, ne, ich glaube, ich weiß, wie das funktioniert. Da brauche ich noch mal Gold für. Ich glaube, sogar nur einen. Ne, ich glaube, ich brauche noch einen zweiten. Okay, sieht alles safe aus. Hier irgendwo war Gold. Ich brauche noch ein bisschen Redstone. Zack. Einmal den Reception Coil. Ja, was war jetzt richtig? Ah, ne, das war sogar richtig. So, zack, zweiter Generator ist auch safe. Okay, dann pack den hier neben das Ding, neben dem Pulverizer. Hier, okay. Genau. Ich glaube hier, das reicht, dann kriegt er davon auch Energie. Soll ich noch einbauen? Wow, 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 die kommen! Jo, ich bin tot. Ja, das war klar. Dreh die hoch! Es laggt! Oh, und es laggt schon wieder. Mann! Das ist schade, dass die Lags halt immer da sind. Aber da kann man niemandem einen Vorwurf machen. Das ist dann halt einfach das Modpack. Und, nee, um Gottes Willen. Aber ich hätte ihn gehabt. Ich war hinter ihm. Fuck. Das regt mich jetzt auf ein bisschen. Ja, also man sollte da auch nicht schlechter Verlierer sein, dass man sagt. Das habe ich dir auch jetzt nicht vorgeworfen. Nein. Um Gottes Willen. Alles cool. Das war so klar, dass die kommen. Oh ja. Ah, Mann, ist halt einfach schade. Okay, da war wieder Cooked Chicken, was hergecheatet wurde. Die haben uns echt direkt in der Sekunde überrascht. Die haben uns echt gut überrascht. Das ist natürlich... Aber egal. Wie sind die? Ganz ehrlich. Wo sind denn die reingekommen überhaupt? Ich weiß es auch nicht, wo sie genau reingekommen sind. Aber, ey, ganz ehrlich, Leute, es ist noch nichts verloren. Es ist alles easy going. Rivenside left the game. Stimmt, ja, er muss ja auch die Folge beenden. Das bedeutet nur noch, Smurf ist am Stissel. Nun gut, meine Damen und Herren, kann man nichts gegen machen. Wir werden auf gar keinen Fall hier in irgendeiner Weise aufgeben, sondern weiterkämpfen, weitermachen. Köpfe hängen ist nicht. Ja, das Blöde ist, glaube ich, dass ich, glaube ich, noch irgendwas im Inventar hatte, was zum Bauen relativ wichtig war. Aber, ja, nun gut. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Okay, set own game mode to creative mode. Das ist natürlich aber kriegen wir hin, Palle. Alles gut. Ja, um Gottes Willen, ich mache mir da auch, ganz ehrlich, das haben sie ganz gut gemacht. Das muss man denen lassen und ja, aber dann schauen wir mal. Ist schade, aber kriegen wir hin. Ich bin da guter Dinge. Ich auch. Wir haben jetzt das leider verloren, aber mein Gott, ey. Wir müssen halt einfach dann gucken, dass wir vielleicht in der nächsten Folge, weil ich möchte lieber durch diesen Magma Crucible kann man sich eben unabhängig von diesen Viechern aus dem Nether kann man sich halt den Stissel craften. Das wäre halt ganz geil. Ja. Weil dann braucht man nur, das will ich kurz mal erklären, weil ich das noch nicht genau gemacht habe. Man kann durch diesen Magma Crucible kann man eine Redstone-Flüssigkeit herstellen, mit der man dann zusammen mit Glowstone, was super einfach farmbar ist im Nether, was man daraus kann man dann Blaze Powder machen. Und aus Blaze Powder, wie wir wissen, kann man dann Gunpowder machen. Das bedeutet, wir müssten dann nur einmal richtig krass in den Nether müssten nicht mal nach Blazes oder so suchen, sondern könnten dann immer ganz easygoing schön dieses ganze Glowstone Dust und snacken und dann richtig viel Gunpowder produzieren. Das wäre mega nice und das ist der Plan. Ob wir jetzt nun einmal gestorben sind oder selbst wenn wir im Clash nochmal sterben, was wir natürlich versuchen zu verhindern, ist es kein Weltuntergang. Wir kriegen das auf jeden Fall hin, meine Damen und Herren. Der Plan steht, ich habe mir sogar aufgeschrieben hier, oh, den soll ich vielleicht nicht zeigen, obwohl unser Plan... Ich wollte gerade sagen, der Masterplan. Der Masterplan auf meiner Paluten-Autogrammkarte. Leute, das war's dann, wie gesagt, für heute. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da und schaut auf jeden Fall bei Peterle vorbei und dann wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag. Haut rein. Bis dann.